Wenn du die Jahrtausende alten Bücher und Bilder und Symbole in der Offenbarung studierst, dann siehst du, wie sie nicht von außerirdischen Wesen, etwa von außerirdischen Supermächten prophezeit haben, wie viele das jetzt 2000 Jahre gedacht haben. Die Szenen und Bilder, die diese alten Propheten geschaut und verlegen wiedergegeben haben, umschreiben doch lediglich modernste Panzer mit ihren Antennen und ihren Rohren, ihren Rassen der Ketten und dem Schall der gegenwärtigen Kampfflugzeuge und so weiter. Und aus den Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Wo kann die Herr wissen, dass das, was das ist? Oder 19. Wenn die Macht der Rosse, denn die Macht der Rosse ist in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze sind gleich Schlangen und haben Köpfe und mit ihnen fügen sie Schaden zu. Es sind keine übernatürlichen Heuschreckenschwärme, die geflogen kommen, sondern Helikopter, Flugzeuge, Marschflugkörper und all solches Zeug. Feuer und Schwefel kommen nicht aus den Mäulern irgendwelcher dämonischen Wesen und fürchterlichen Gestalten, ja? Versteht ihr? Sondern aus Gewehrläufen, den abgeworfenen Bomben. Es sind keine großen Steine, die ein zorniger Gott vom Himmel herabwirft. So haben es nur die alten Seher und Ausleger hilflos interpretiert. Es sind die hörigen NATO-Truppen, die so etwas tun, weil sie den Befehlen des dämonisierten CFR gehorchen. Versteht ihr? Es sind die von der US-Administration und der Hochgradfreimaurerei verführten Völker Europas, die die luziferischen Pläne und die schweflige Tat umsetzen. Erlebe die 20. AZK auf klar.tv.